Herzlich willkommen zum Lehrvideo Kinder- und Jugendliteratur im Kontext der deutschen Nachkriegszeit. In diesem Video erhalten Sie einen Überblick über den Literaturbetrieb in den alliierten Besatzungszonen und in den beiden deutschen Staaten. Das deutschsprachige Ausland, also beispielsweise Österreich und die Schweiz, wird nicht explizit berücksichtigt. Das Video geht in zwei Schritten vor. Zunächst geht es um den Literaturbetrieb nach 1945. Danach werden einige ästhetische und literarische Traditionslinien der Kinder- und Jugendliteratur zwischen 1945 und 1960 skizziert. Wichtig ist dabei, politische und gesellschaftliche Einschnitte, wie beispielsweise das Ende des Zweiten Weltkriegs, die Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik oder der Bau der Berliner Mauer, haben mit Blick auf die Kinder- und Jugendliterarischen Texte eigentlich wenig Einfluss. Bis in die 1960er Jahre hinein ist die deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur in ihrer gesellschaftlichen Funktion und in den von ihr genutzten literarischen Verfahren eher traditionell und konservativ. Erst mit der sogenannten 68er Bewegung werden die etablierten Normen und Verwertungszusammenhänge, in die die Kinder- und Jugendliteratur auch schon vor 1945 eingebettet war, in Frage gestellt. Epochen, Perioden und Strömungen sind heuristische Kategorien, die notwendigerweise die Komplexität eines Untersuchungsgegenstands reduzieren. Sie helfen beim Reden über Literatur. Sie sind in der konkreten Anwendung jedoch meistens nur grobe Schemata mit begrenztem Aussagegehalt. Eine populäre Grenzmarke, die vielfach auch als Epochengrenze gesetzt wird, stellt das Jahr 1945 dar. Walter Jens, Professor für Rhetorik an der Universität Tübingen und Mitglied der Gruppe 47, konstatiert in seiner Studie Deutsche Literatur nach 1945, die 1958 veröffentlicht wurde: Der Ausgangspunkt ist klar zu bezeichnen. Die große Wende des Jahres 1945 kann durch keinen noch so diffizilen Hinweis auf unterschwellige Kontinuitäten, vor allem stilistischer Art, aus der Welt geschafft werden. Walter Jens macht hier auf einen vermeintlichen Widerspruch aufmerksam. Für die Menschen, die im Nationalsozialismus gelebt und den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, ist der 8. Mai 1945 gewiss eine subjektiv empfundene Stunde Null. Politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich handelt es sich um einen Wendepunkt. Literarisch und ästhetisch, und darauf weist Jens hier hin, auch wenn er das Argument weitaus geringer gewichtet, wurde schon früh gezeigt, dass die Rede vom Nullpunkt eher auf zeitgenössische Selbstvergewisserungsstrategien verweist und ästhetisch, wenn überhaupt, nur auf Einzelfälle zutrifft. Dies gilt auch für die Kinder- und Jugendliteratur. Die Kontinuitäten erstrecken sich sowohl auf die handelnden Akteure als auch auf die verhandelten Themen und Motive. Nach 1945 konnten die Verlage im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur in den westalliierten Besatzungszonen nahezu ungefährdet durch Kontroll- und Zensurmaßnahmen arbeiten. Wie stellt sich aber der Literaturbetrieb im Segment der Kinder- und Jugendliteratur dar? Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren in den westalliierten Besatzungszonen etwa 40% der Druck- und 85% der Buchbindekapazität durch Kriegseinwirkung zerstört. Hinzu kommt, dass sich ca. 75% der gesamten Herstellungskapazitäten in Deutschland vor dem Krieg im Gebiet der späteren sowjetischen Zone konzentriert hatten. In den westlichen Zonen musste also der Literaturbetrieb überhaupt erst wieder aufgebaut werden. Im Rahmen der Entnazifizierung des Literaturbetriebs wurde ein uneinheitliches Lizenzierungsverfahren in den Besatzungszonen aufgebaut, das regelte, welche Verlage die Buchproduktion wieder aufnehmen konnten. Erste Lizenzen für Buchverlage wurden in der amerikanischen Zone im Juli, in der britischen im September und bei den Franzosen im Oktober 1945 ausgegeben. Auf die unterschiedlichen Lizenzierungsverfahren kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden, da es zu kleinteilig ausfallen würde. Zwei Dinge sind für die Kinder- und Jugendliteratur aber von besonderer Bedeutung. Zum einen gehörte das Kinder- und Jugendbuch in den westalliierten Besatzungszonen nicht zu den priorisierten Kulturgütern. Man achtete daher eigentlich nur darauf, offensichtliche NS-Propaganda zu zensieren. Zum anderen vergab man Lizenzen für Buchpublikationen nur an natürliche Personen und nicht an Körperschaften oder Firmen, weswegen auch NS-belastete Personen eigentlich unproblematisch Lizenzen erhalten konnten. Statt des belasteten Verlegers konnte beispielsweise dessen Ehefrau, ein leitender Angestellter der Firma oder auch ein nicht belasteter Verlegerkollege Antragstellung und Lizenz mehr oder weniger pro forma übernehmen.
Möglicherweise hat dies dazu geführt, dass NS-ideologisch belastete Autorinnen und Autoren im Segment der Kinder- und Jugendliteratur relativ rasch wieder publizistisch tätig werden konnten. Auch in der sowjetischen Besatzungszone gab es eine allgemeine Lizenzierungspflicht. Im Gegensatz zu den westlichen Besatzungszonen wurden allerdings nicht Einzelpersonen, sondern auch Firmen und nichtnatürliche Personen lizenziert. Unerwünschte Literatur wurde in der sowjetischen Besatzungszone früher und energischer ausgesondert. Anders als in den westlichen Zonen hat die sowjetische Militärregierung auch einen eigenen Verlag gegründet, der ab 1946 im Kinder- und Jugendbuchsegment vor allem sowjetische Klassiker in deutscher Übersetzung herausgab, in deren Folge sich eine eigene sozialistische Kinder- und Jugendliteratur etablierte. Wie in der sowjetischen Besatzungszone erkannte man auch in den westalliierten Zonen die Bedeutung, die die Kinder- und Jugendliteratur für die Umerziehung haben kann. Der Re-Education und der Demokratisierung dienten in den Westzonen auch die Übersetzung von englischsprachigen Kinder- und Jugendbüchern. Eine wichtige Rolle nimmt bei diesem Re-Education-Prozess Jella Leppmann ein, die die erste internationale Jugendbuchausstellung kuratiert hat. Sie wurde am 3. Juli 1946 im Haus der Kunst in München eröffnet. Die Ausstellung fand breites Interesse. Aus ihr ist die internationale Jugendbibliothek München hervorgegangen. Wenn man die dominanten Strömungen und Tendenzen der Kinder- und Jugendliteratur bis in die späten 1950er Jahre beschreiben will, wird meist ein Zitat des französischen Germanisten Robert Minder angeführt, der mit Blick auf die deutschen Lesebücher der 50er Jahre feststellt: Fielen dem Mann vom Mond solche Lesebücher in die Hände, er dächte, ein reiner Agrarstaat muss dies Deutschland sein, ein Land von Bauern und Bürgern, die in umhegter Häuslichkeit schaffen und werkeln und seit Jahrhunderten nicht mehr wissen, was Krieg, Revolution und Chaos ist. Tatsächlich sind viele kinder- und jugendliterarische Texte in einem zeitlosen Raum situiert, der einer ländlichen Idylle ähnelt. Kleinstadt, Dorf und Wald sind die zentralen Handlungsorte. Die Großstadt wird zwar auch in einigen kinder- und jugendliterarischen Texten zum Handlungsort, zum Beispiel bei Wolf-Dietrich Schnurre, doch bleiben diese Texte eher die Ausnahme. Zudem ist in der Kinder- und Jugendliteratur zwischen 1945 und 1960 eine Dominanz konservativer und reaktionärer Erziehungsmodelle festzustellen. Auffällig ist auch die affirmative Thematisierung weltanschaulicher Konzepte, die eine deutliche Nähe zur NS-Ideologie besitzen. Rassismen, Biologismen, Volksgedanke oder Todeskult finden sich in zahlreichen kinder- und jugendliterarischen Texten. Dass die Zensurbehörden bei Kinder- und Jugendliteratur offensichtlich nicht so genau hingeschaut haben, belegt Kurt Knaaks Hornissenvolk, das 1948 mit Genehmigung der französischen Militärbehörde veröffentlicht werden konnte. Knaak hat seit den 1930er Jahren Tiergeschichten publiziert. Dazu zählen beispielsweise Faun, die Geschichte eines Rehbocks von 1939 oder Mummel, die Geschichte einer Häsin von 1944. Was als vermeintlich unverfängliche Naturerzählung daherkommt, hat aber einen eminenten NS-ideologischen Gehalt, den Knaaks Publikationen nach 1945 weitertragen. In Hornissenvolk, eine Geschichte aus dem Leben der Natur von 1948, sind die nationalsozialistischen Denkmuster mit Händen zu greifen, wenn beispielsweise die Härte und Ausdauer der Hornissen gelobt werden. Den Bienen sind sie überlegen, da sie nach dem Führerprinzip organisiert sind, während die Bienen führerlos und ohne Ordnung den Hornissen ausgeliefert sind. Der Hornissenstaat ist aggressiv nach außen. So werden die Flüge der Hornissen im Militärjargon beschrieben. Sie setzen zu Jagdflügen an, die einzelne Hornisse ist ein Jagdflieger. Nach innen bauen die Hornissen auf eine gesunde Volksgemeinschaft, die zwischen lebenswerten und lebensunwerten Leben unterscheidet. Manch einen Gespinstdeckel rissen sie auf und holten eigenmächtig ein lebensunfähiges Kind daraus hervor, um Raum für neues, gesundes Leben zu schaffen. Winfried Kaminski hat mit Blick auf Knaaks Hornissenvolk daher festgestellt: Das, was Knaak am Leben der Hornissen zu erkennen glaubt und als ihnen eigentümlich zuschlägt, ist Projektion seiner völkisch-national gefärbten Gesellschaftsvorstellung. Knaak hat bis zu seinem Tod 1976 über 100 Kinder- und Jugendbücher veröffentlicht. Etwas anders gelagert ist der Fall bei Ernst Josef Görlichs Jugendroman Aufstand im Ordensland von 1956. Die Geschichte handelt eigentlich von der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen dem deutschen Ritterorden und der slawischen Bevölkerung im 13. Jahrhundert. Aus der Sicht eines jugendlichen Protagonisten werden Schrecken und Gewalt recht drastisch geschildert. Gleichzeitig partizipiert der Jugendroman aber auch an den Argumentationsmustern der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Fragen der Kollektivschuld schwingen in diesem Roman quasi unter der Oberfläche mit.
Aber einmal muss es ein Ende haben und der Sieger muss milde sein mit den Besiegten, wenn nicht von neuem die Saat des Hasses aufgehen soll. Auch das Denkmuster Volk ohne Raum findet sich in Görlichs Roman. Es wird überdies einer Vertreterin der slawischen Bevölkerung in den Mund gelegt, die unter den Besatzern enorm zu leiden hat. Und ihr drängt die Unsern in die Sümpfe zurück und in die undurchdringlichen Wälder und wir haben keinen Raum mehr zum Atmen und keinen Raum zum Leben. Dass solche Denkmuster bewusst oder unbewusst in ein historisches Setting eingebettet werden, ist für die Nachkriegsliteratur durchaus typisch. Zeitgenössische Gegenwart wird nur selten thematisiert. Meist wird die Handlung in eine ferne Vergangenheit, wie das Mittelalter, oder in einen vermeintlich natürlichen Kontext, wie die Schilderung des Hornissenlebens verlagert. Insbesondere Vergangenheitsräume sind ideale Projektionsflächen, um ideologische Aktualisierungen vorzunehmen. So wird das Mittelalter in den Texten, die in der SBZ, also sowjetischen Besatzungszone, oder DDR erscheinen, zum Projektionsraum sozialistischer Gesellschaftsmodelle. Dies gilt beispielsweise für Willy Bredels Die Vitalienbrüder von 1950, das zu den erfolgreichsten Jugendbüchern der DDR zählte und bis heute vom Hinsdorf Verlag aufgelegt wird. Und in Heinrich Alexander Stolz Nibelungenbearbeitung, die 1960 als zweiter Band seiner deutschen Heldensagen im Ostberliner Kinderbuchverlag erschien, wird der Tod der Burgunden als falsch verstandene Treue dargestellt, womit eine Umwertung der auch im Nationalsozialismus viel beschworenen Nibelungentreue vorgenommen wird. Neben diesen Texten, die unterschwellig die NS-Ideologie weitertragen oder eben sozialistische Werte vermitteln, stehen auch zahlreiche kinder- und jugendliterarische Texte, die sich vor allem auf die Darstellung kleiner, abgeschlossener, überschaubarer und auffällig um Normalität bemühter Gesellschaften und intakter Kernfamilien bemühen. Erich Kästners 1949 publizierten Kinderromane »Die Konferenz der Tiere« und »Das doppelte Lottchen« stehen zu diesen Tendenzen allerdings quer. Hier werden aktuelle Themen wie die Folgen des Kriegs oder welthaltige Erfahrungen wie die Scheidung der Eltern verhandelt. Ab den 1950er Jahren wird die Kinder- und Jugendliteratur dann geprägt durch die Texte von Ottfried Preußler und James Krüss, die ihre Geschichten wiederum in einem zeitlosen Raum ansiedeln und sich wie Preußler Märchen und sagenhafter Traditionen bedienen oder, wie Krüss, in seinen sprachspielerischen Gedichten komische Verfahren nutzen. In weiteren Lehrvideos stellen wir Ihnen einige exemplarische Analysen vor.